Hallo und willkommen zurück zum Quitterfarmen. Und zurück, da draußen geht's ab. Aber nur mit Slimes, was nicht so positiv ist. Der Mr. Herr Silvan ist unser Gastgeber. So. Wenn es so weitergeht, droppt einer noch einen Voodoo-Doll da unten rein. Das wäre aber ungünstig. Naja. Braucht ja nichts an dem sinnvolleren. Kannst du mir mal die Tür aufmachen? Warum? Weil ich rausgehen möchte. Brauchtest du dir das jetzt auch noch? Ich bin am Rand der Map. Nein, ich schaue nur, ob ich vielleicht irgendwo mehr den Knast finde. Das ist schon strange, du bist am Rand der Map angekommen. Ja, oh, das ist nicht weit gewesen. Vielleicht spawnt mehr, wenn wir durchlaufen und die anderen hinter uns lassen. Actionmusik ist mir auch neu. Naja, ist halt Otherworld. Hä? Ich habe eigentlich Otherworld ausgemacht, aber du hast recht, es klingt weniger nach Terraria. Oh, warte mal, ist das einer? Oh, ich glaube, da ist einer. Käfer! Ich bin mir nicht sicher, ob es sich nicht vielleicht immer einschaltet, wenn du diese Welt joinst. Das wird nicht unmöglich halten. Ich habe jetzt von allem eins. Wir brauchen jeweils fünf. Also streng dich an. Ich soll mich anstrengen. Ja, ich sehe keine. Ich sehe auch nichts. Vielleicht sollte ich weiter rausgesummt spielen. Kann nicht noch weiter rauszoomen. Da hast du kein Maximum. Ich hab reingezoomt. Also ich spiele auf Maximum. Nein, wollte ich nicht. Wieso ist hier noch eine... Okay, die Kiste war abgebaut, aber nicht eingesammelt. Meinetwegen, kann ich mitleben. Hä? Oh, ups. Vielleicht sollte ich auf sowas achten. Ich bin ja nicht unsterblich. Das stimmt. Liegen nur ein paar Platinen. Oh, da war ein Lavafly direkt neben meiner Leiche. Ist das denn? Ja, aber wir hoffen, dass es dann noch da ist, wenn du wiederkommst. Wenn ich wiederkomme? Was ist mit dir? Was? Ja, bewegst du dich nicht? Kannst du eh nicht mitnehmen. Also, mir reicht's mit dir, das ist doch dein. Nicht dein Ernst. Bock auf Wall of Flash, die stirbt noch von alleine, Mann. Nein, danke. Ich hab keinen Bock, auf einmal die Welt in Hardmode zu bringen. Was? Wie? Ich hab ein Netz draußen. Ah. Und ungünstig. Ich bin hier nicht derjenige, der ein Summoned Item hat. Oh, ich kann gar nicht gegen den ankommen. Ja, töt ihn halt einfach nur nicht. Lass mich durch. Alter, was zur Hölle? Aber, Dennis, die zieht mich gerade durch die. Schau mal auf die Map. Achso, du machst das ja jetzt auch. Ja, ich mach das gerade auch. Oh, nice. Vergiss nicht zu leuchten. Schieß mit der Star Cannon oder was weiß ich. Warte, ich kann nichts machen. Ich hätte gern. Manchmal hängt man sich fest. Also irgendwie ist das ja sehr merkwürdig. Ja, nur ich halte eine Fackel in der Hand, dann denke ich, die lag ein bisschen auf. Also das... Ist das jetzt gewollt, sowas? Das war, ich meine, man soll ja eigentlich nicht flüchten können. Aber ja, ich... Ja, das heißt, dass wir sollten uns töten lassen, oder? Ich mach den God-Mod aus. Ich hab wegen dir angemacht. Ich bin geslain. Ach so. Ja, das ergibt mehr Sinn. Ja, mach aus. Ich war gerade im Tempel. Bin ich nicht gekommen, aber da war ein Jumpenspor. Hätte ich gern gehabt. Oh mein Gott, wir brauchen wieder eine dritte Kiste, Dennis. Oder du kümmerst dich mal um den Kram hier. Ich leg die Kritter jetzt mal in meiner Piggybank ab.
Also wie den Hotdog. In meinem Inventar sind jetzt nur noch Sachen, die ich wegschmeißen kann. Ja. Sieht alles ganz großartig aus. Molten Fury. Ja, witzig. Ha, und mach was? Legendary Molten Pickaxe. Ist mir gar nicht aufgefallen. Hab ich ja Glück gehabt. Ja, wir sind jetzt gut genug, um Kobold und was auch immer das andere noch aber abzubauen. Ja, aber wir wollen noch nicht in den Hard Mode. Wir wollen noch nicht, richtig, richtig. Erst brauchen wir Haloed Crates. Ja, genau. Heißt das, wir beenden das jetzt für heute? Und dann machst du eine zweite Welt mit dem Celebration? Was beenden? Jahre? Was beenden? Ja, die Aufnahmesession. Willst du nicht noch Höllenfischen? Ich meine, wie denn? Mit drei? Also, wir haben nicht genug. Ja, für unendlich. Wir können ja noch welche farmen. Wie weit ist denn die Wall of Flash? Ich sehe sie nicht mehr. Ich glaube, sie ist weg. Oh, das wäre schön, wenn die einfach weg sein kann. Ja, lassen wir uns mal runterfallen. Ist das neu? Die klang doch vorher anders. Keine Ahnung, die sah auch ein bisschen anders aus. Oder liegt das auch an? Nee, Astroworld ändert nur die Musik. Ich glaube nicht, dass das auch die Sounds ändert. Ja. Hi! Da geht's ab. Ja, warten wir aber mal, bis hier was Gescheites kommt. Wie die Zölle seid ihr hier drin? Ja. Man wird schon irgendwann spawnen. Irgendwie haben die Gegner Priorität. Da ist eine Lavafly! Da hinten ist. Da hinten ist eine Scheiße, die wurde getötet. Ja, wie? Was, die Lavafly wurde getötet? Auf die habe ich nicht geachtet, aber die Snail wurde umgebracht. Ja, aber wie? Das Feuer vom Imp. Ach, der Drecks. Oh, wir haben ja überhaupt dieses Accessoire, Mann. Das ja, ist aber damit wir es nicht aus Versehen killen. Okay, ich habe eine. Es reicht ja, wenn wir eine von den drei Krittern fertig haben. Also, ja. Wir sind bei drei Lavaflies. Ich fliege jetzt einfach weg, auch wenn die Lava mich gleich umbringt. Aber Lavaflies. Ich sehe eine. Ah, Mist. Wurde erwischt von einem Ding. Die sind alle so confused. Ja, das liegt an mir, wenn die mich treffen, gehen die confused. Ja, ich habe eine. Ich glaube, ich bin bei vier jetzt. Da ist noch eine. Okay, Lavaflies haben wir. Thema erledigt. Okay. Heißt das, wir angeln jetzt? Oder du angelst jetzt? Obwohl, ich kann eigentlich auch mit angeln, wenn es so, ne? Hört mal alles, was hier so ist. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Ja, können wir. Ich muss nur ganz okay, kurz... Okay, dann stelle ich meine Spawnrate aus. Ja, habe ich nämlich auch. Ja, genau. Deswegen sollst du auch meine Fragen beantworten, weil sonst werden die nicht weggehen. Okay. Ich habe 999 Lavaflies, auch für dich. Wenn ich wüsste, wo du bist. Ah, inmitten von auch Gegnern. Was haben die denn für eine Rate eigentlich? 25%, aber. Wenn ich sie überhaupt finde, wo sind sie? Keine Ahnung. Hör mal auf! Nein! Nice, wollte ich sagen. Obsidianrose, Dennis. Vom Feuerimpf. Okay. Das ist auch noch was wir brauchen. Ich gebe dir eine. Angeln wir nicht oder recht? Können uns auch aufteilen, mir wurscht. Ja. Ja, dann angeln wir rechts. Ich würde nur irgendwie gern. Ja. Keine Ahnung,
So, sieht so unbequem aus. Kein Dinger da. Ah ja, perfekt nennst du das. Ein Meisterwerk. So, nimmt er jetzt automatisch das Richtige? Hot Heels Achievement, nice. Ich habe das andere extra raus, also bei mir muss es das Richtige sein. Normalerweise ist es von oben links nach rechts. Okay. Ja, das kann jetzt trotzdem Jahre dauern, oder? Sollen wir dann Crate Potion noch trinken? Fishing Potion haben wir ja leider nicht. Wollen wir Crates? Ja, es gibt zwei Arten von Crates hier, oder nicht? Ja, nee, ich glaube nicht ganz. Ich glaube, das ist so, also auch wieder Hammerhold und nicht Hammerhold. So, Flarefin-Coil. Cool. Geht das Inventar andersrum? Tausch mal deren Position um. Oder legst du in den Mülleimer? Du hast ja nur zwei Baits dabei. Obsidi-Fisch. Nett. Also ich bin bei 1-1. Der Guide ist wieder da, freut mich. Ist meine falsch? Keine Ahnung. Ich finde eh, dass das ewig dauert. Ich habe da auch keine anderen Base. Ja, aber ich meine, du hast jetzt irgendwie schon 5-mal gefischt und bei mir, ich habe es noch nicht einmal Dingens gesehen. Irgendwas mache ich auch falsch, wenn ich hochziehe und es ist leer. Ja, aber ja, ich habe immerhin 2 Fische. Boah. Okay, dann lege ich den goldenen Wurm halt da rein. Ja, bei mir passiert gerade auch nichts mehr. Okay. So, einmal auf Moonsul stellen. Dann. Ah! Cityfish. Dann noch. Ey, warum gibst du mir die? Brauchst du die nicht? Hast mehr? Du schon getrunken? Ja. Ach so. Ich habe übrigens gerade ein Obsidian-Kret bekommen. Ja, brauchen wir auch wieder 10, oder? Ja. Leerfin-Koi habe ich jetzt sogar schon genug. Für mich. Noch ein Obsidian-Fisch. Leerfin-Koi. Ja. Lava Absorption Sponge. Okay. Bitte? Okay. Du kannst jetzt hier ernsthaft die Lava absaugen? Ja. Cool, ich wollte einen Keller bauen und hab's nicht hingekriegt. Mach mal den Pool weg. Danach füllen wir wieder auf. Ich mach nicht den ganzen Pool weg, der ist bis zu lang dafür. Einfacher wär's, ich baut das zum Keller. Vor allem die Watermechanics werden das Ding einfach tot killen, wenn ich das versuche. Okay, Obsidi-Fisch ist bei mir auch fertig. Also, wie soll ich sagen? Ich bin jetzt am Crate fischen. Ah, nein! Scheiße, ich hab's Scrollrad erwischt. Leider können wir unsere Fishing Power nicht sehen. Aber ich sollte jetzt auf jeden Fall höher sein, weil ich ja auch, weil ich das Wetter umgestellt habe. Ich finde das so interessant, dass es einfach 3 Methoden gibt, um in Lava zu fischen. Mhm. Ja, aber die eine muss man sich ja freischalten, nachdem man es schon einmal erreicht hat. Ja. Also im Endeffekt geht es dabei nur darum, dass man besseren Bait kriegt. So in der Logik.
Ja. Weil der Lava-Bait, da geht er glaube ich gar nicht auf 50% hoch. Ich habe jetzt zwei Krebs. Oder? Wie gut sind denn diese Fische im Verhältnis zu den anderen, ne? Diese Fireflies, die wir gerade haben? Oh, WTF, noch ein Krebs. Also. Butterfly 15%, Snail 35%. Ja. Und das, was wir benutzen, hat 25, glaube ich. Wo ist es denn? Da hinten. Firefly. Also ist Snail die beste? Oder ist noch eine mit mehr? Ja, die Snail ist auch das einzig grüne. Ja. Alter. Wenn es nur die drei gibt, ich habe keine Ahnung. Aber, es sind halt, die drei aber das sind natürlich keine 50%. Das ist nichts im Vergleich zu den Masterbait oder halt dem goldenen Würmchen. Mhm. Noch ein Trade, WTF. Was für ein Glück, ich habe schon vier. Aber oh, mein Great Potion ist ausgelaufen. Ich muss rechtzeitig wieder neu nehmen. Warum hält der auch nur 3 Minuten? Ich auch unfair. Fischen ist so ein langer Akt, warum hält der denn nicht 20 am besten? Soll halt teuer sein. Das machen sie halt nicht über die Zutaten, sondern über die Länge. Ich bin bei 5. Was für ein Glück ist das eigentlich? Hast du auch schon 5? Dann können wir aufhören. Da könnte man es aber auch so machen, dass man vielleicht Potions verlängern kann. Aber in der Art und Weise. Hm, was 5? Ich habe 5 Krets. Ich habe literally gar keinen. Okay. Funktioniert nicht so gut bei dir. Nein. Wir haben aber genau die gleichen Voraussetzungen. Ich mache ja nichts anderes. Wir haben die gleiche Angel. Keine Ahnung. Vielleicht bist du einfach besser. Kann ja gar nicht sein. Vielleicht hast du da vorne eine bessere Chance. Geh mal weiter vor. Also. Ich weiß nicht. So schmeißen wir mal nach da vorne. Als ob das einen Unterschied macht, Mann. Keine Ahnung. Okay. Die Fisch. Na, warum kann man nicht einfach mehrere Potions zusammenkraften für eine längere Potion oder so? Da wird es immer noch gleich viel kosten, aber ich muss noch einmal konsumieren und kann dann in den nächsten 20 Minuten fischen. Ja. Aber 30 Minuten möchte ich ihn davon kombinieren. Hab ja. Ich habe gerade die 6. gezogen. Ja, wenn ich alleine 10 mache, das wäre lächerlich. Bist doch nicht zum Zuschauen hier. Ich dachte, genau dafür bin ich hier. Na, immerhin hast du die beiden Fische selber besorgt, oder? Ich werf meine. Hab meine schon weggeworfen. Willst du wegschmeißen? Ja, alle überschüssigen entsorgen. Research den Scheiß. Hab ich ja schon. Ja, hast du hier letztlich. Kann ich dich ja auch notfalls nach Almosen fragen. Ja, aber du hast doch sicher auch schon genug Fische jetzt. Ist dir da sicher? Ich hab dir fast alle anderen Fische besiegt. Ich hab 7 aus Sidi Fisch, reicht das? Ja, 3, immer 3. Dann habe ich auch von der anderen nicht genug. Bei dem habe ich jetzt nur 2. Okay. Wie war das? Sind das alle Fische, die es hier gibt? Ich glaube schon. Als 2 kenne ich auch gar nicht. Sehr, sehr rar hier im Untergrund. Ja, vielleicht hat sich ja noch irgendwas geändert im Laufe der Jahre. Ja, meine Great Potion rein. Ach scheiße, meine ist auch abgelaufen. Ach Mensch. Auch mehr Obsidian Crates. Da müssen wir eigentlich nicht mal mehr die andere Seite looten, weil das Ding ist ja, in den Crates ist alles drin, was in den Truhen auch drin ist. Das haben sie ja so eingeführt. Mit anderen Worten. Jetzt, ja, das ist gut. Jetzt oder nie, Fischer-LP. Das ist Angler-LP. Wo habe ich dann die ganze Aktion geöffnet vorhin, wenn wir sowieso Krets gemacht hätten? Ja, just for fun. Ansonsten okay. Habe ich verdammt viele Möbel von dem Ding gebraucht, die ich nicht bauen kann. Ja, na gut.
Aber die zweite Hälfte machen wir dann gar nicht erst. Hab ich irgendwie nicht so die Lust drauf dann. Wenn's eh nichts nützt. Wir müssen nur noch einmal hin und Hailstone Bricks farmen, glaube ich. Oder hast du genug gehabt? Ich glaube nicht, dass wir die farmen müssen. Ah, die kann man bauen, gut. Ich glaube schon. Aber sie kann ich auch bauen, also. Ja, wird schon gehen. Gleiche Möbel. Ach Mensch, was ist das für ein Pech jetzt? Naja. Ich treffe Triple Obsidian-Fisch hintereinander. Eine halbe Minute. Oh, okay, das ist ein Crate Nummer 7. Ja. Das Terraria-Fischen. Ein langwieriger Prozess. Ja. Aufwendiger als Minecraft fischen, oder? Ich meine, Minecraft kannst du eh nicht so viel, was du wirklich fischen kannst. Er kann die Reißleine nicht reißen, glaube ich. Das stimmt. Die Angel verbraucht sich aber. Das stimmt. Und man kann aus dem kleinsten Teig fischen. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob die da nicht was verändert haben. Hast du schon eine? Nein. Mein Gott, okay. Das Spiel will mir keine geben. Scheinbar bist du heute der Quaid-Mann. Trotzdem habe ich nur 7. Das reicht nicht. Ja, aber es sind ja nur mal viele, die fehlen. Nur 3 Stück. Ja, das schon. Ist der Final Countdown. 3 Minuten Quaid Potion, 3 Quaids. 1 Quaid pro Minute. 8. Fällt auch gut an. Ja, und meiner ist abgelaufen gewesen zu dem Zeitpunkt. Reich. Ja, ich hab. Ich kann unsere Fishing Power noch erhöhen, fällt mir gerade ein. Wenn ich jetzt weiß, wie dieses Ding heißt. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das in Lava geht, aber. Keine Ahnung. Aber es sieht doch ganz normal aus. Ah, scheint nicht zu verbrennen. Keine Ahnung, wie lange das hält, da steht nämlich nichts dabei. Den Merchant habe ich ja gar nicht mitbekommen. Habe ich auch nicht mitbekommen, dass er da war. Kann ich doch hier gehen. Ja, egal. In der anderen Map selbst tut der Merchant, der Traveling, doppelt so viel verkaufen. Also nicht doppelt so viel, er verkauft 2 mehr Items. Als er gesagt. Aber trotzdem besser. Celebration Siege halt einfach nur dafür da zu sein, um viele Sachen viel einfacher zu kriegen, habe ich das Gefühl. Den? Oh mein Gott, 9. Beispielsweise die Word of Confusion, die hat eine viel höhere Chance darin zu droppen. Dennis, hast du einen Crate? Nein, bin nicht. Ich habe nur wieder eine Lava Absorption Sponge bekommen. Dann gib mir mal so einen, ich habe den noch nicht. Hier, gönn dir. Oh. Danke, sehr cool. Finde ich ein gutes Item. Gleich mal gelernt. Okay, wenn ich einen 10. Crate finde, bevor weißt du, der größte Gag ist ja der andere Sponge, die kriegt man ja vom Angler. Also mit anderen Worten, man kriegt den Lava wahrscheinlich früher, weil der Angler so scheiße ist. Andere Leute hätten, bevor sie hier unten auftauchen, wahrscheinlich schon 20 Quests erledigt. Der Angel ist schon halt weg. Oh mein Gott, das war Nummer 10. Und da gibt mir ja kein Pylon, der Sack. Ja, willst du dann eigentlich alle Angelquests machen, um die Items legitim zu bekommen? Wissen wir doch. Lava Serpent Bowl. Bitte? Oh, süß.
Hanging Pot. Obsidian Lockbox. Oh, das ist das, was du brauchst. Was ich brauche? Na, ist relativ. Okay, ich hab genug Lockboxen. Du brauchst nicht mehr angeln, Dennis, hast du nicht aufgepasst. Aber ich angel doch gern. Ja, dann angel weiter, aber. Was soll das denn hier? Mini-Vulkan? Hä? Wie ist denn hier ein Mini-Vulkan gelandet? Achso, mein Inventar ist voll, deswegen. Superheated Blood summons a rideable Lava Shark Mount. Bitte was? Ja, okay. Ja. Ich glaube, du brauchst gar nicht mal Obsidian-Trank. Ich glaube, das hast du automatisch, wenn du den hast. Ja, ich habe den Trank nicht mehr aktiv. Wie geil ist der denn? Ja. Gegen die Wall of Flash auf den Schei, ha? Ja, sowas von. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich öffnen will. Wenn ich Kites öffne, bekomme ich einen Haufen cooles Zeug und Lockboxen gibt es auch noch. Slice of Hellcake. Summons a Baby Imp. Ach, scheiße, den. Potted Brimstone Bush. Oh, okay, der schaut cool aus, zugegeben. Lava Proof Fishing Hook. Oh! Thema erledigt. Willst du auch einen? Ich hab da mehr als einen. So, und den da habe ich dir gar nicht gegeben, hatte ich vorhin schon. Was ist denn das? Ah, das Pet. Pet. Bomb. Den normalen hast du mir übrigens auch nicht gegeben. Wie, den normalen? Den normalen. Okay. Shadow Key. Ja. Na, warte, du kannst meinen. Warte mal, brauche ich den jetzt hier? Oh, ja, brauche ich. Okay, ja, dann kriegst du einen neuen. Den brauchst du für diese Boxen. Ja, dann hier. Die Dungeon Quests, die droppen auch Boxen, wo man normale goldene Keys für braucht. Das ist quasi genauso wie wenn du die Truhe normal öffnen würdest, nur halt. Halt aus der Crate raus. Der Hai ist halt einfach nur cool. Kann ich dazu nicht sagen. Ach so. Warte mal. Der Hai sagt Hai. Equippable, aber nicht im Social Slot. Was denn? Die Fishing Hook. Ja, er gibt irgendwie Sinn. Ja, ist halt ein bisschen gemein. Ist ja necessary. Das kann man nicht verkraften, oder? Nö. Da steht Material doch. Oh. So, ich brauche jetzt noch Wettbomb. Und ich bin jetzt nicht sicher, ob ich nur noch die Lockboxen haben öffnen will oder nicht. Ich öffne mal noch mehr Crates. Okay, habe ich. Flame Waker Boots. Never get cold fit again. Ach lol. Also das bedeutet, alles was keinen visuellen Effekt hat, kann man nicht mehr in den Social Slot packen. Okay, das ist. Ich meine, ich verstehe schon, man soll dieses, dass man die darin stort, nicht mehr so abusen können. Aber also, wenn ich der Entwickler wäre, hätte ich literally eine vierte WoW mit quasi Swap eingebaut. Aber gut. Aber ich finde, das sollte eine Main-Mechanik des Spiels sein, dass man das macht, aber gut. Okay, weißt du was? Ich mach's mir einfacher. Ich gehe auf die Crate-Seite. Das ist nämlich nervig, immer so eine Anglerrüstung und Social Shots zu haben. Ich möchte jetzt wissen, ob die gute alte Obsidian Crate einen Drop hat, den ich noch nicht hatte. Lava Charm, Flame Walker, Baker, Super Heated Blood, Lava Serpent Bowl, Lava Proof Fishing Hook, Mini Vulcano. Dann Hanging Pot, Obsidian Lockbox, Wetbomb. Okay, ich hatte noch nicht genug Wetbombs, aber zugegebenermaßen interessieren mich die jetzt nicht so sehr. Die war so Bomben. Oh, das da hatte ich wohl auch noch nicht. Ja, ich mach die mal noch fertig. Würde ich jetzt jedenfalls gern sagen. So, was gibt's noch? 5 Arten von Pflanzen. Und dann noch ein Haufen. Shit.
Oh ne, Shadow Key, Slice of Hellcake ist noch in Ordnung. Ja, nur ein Haufen Ohre und Kack. Also wie es ausschaut, habe ich alles. Ich möchte nur noch genug Wertbomben haben. Ich habe genug Wettbomben, okay. Genug nasse Bomben? Ja, das klingt irgendwie sinnvoll. Frag mich. So, Obsidian Lockbox. Sun Fury, ja, das habe ich noch gebraucht. Thresher Magnet, ist egal, ist egal. Oh mein Gott, noch mehr davon. Flame Lash, auch nicht schlecht. Ja. Elving Bow. Flower of Fire. Dark Lens. Ja, ich glaube, so viel Zeug gibt's doch gar nicht, was ich brauche. Dark Lens, Sunfury, Flower Fire, Flamish. Okay, habe ich auch schon alles. Bin fertig hier. Bist fertig, du hab ihn fertig. Die Dark Lens lohnt sich fast als neue Waffe. Ja, also es ist langsam der Punkt, wo das Enchanted Sword jetzt ausgetauscht werden kann. Außer natürlich, wir könnten es upgraden. Ich glaube nicht, dass das Material. Doch, ist es sogar. Aber ich glaube, das ist Material für Zenith. Bei dem richtigen Sinne. Enchanted Sword wird ja nur für Zenith benutzt, hast du recht, ja. Wie gemein. Genau. Weil ja jedes quasi besondere Schwert in Zenith reinkommt. Wenn wir Night's Edge mal machen? Wir bräuchten noch ein Blade of Grass. Was ist das denn aber, glaube ich, was? Bloodbatchera, Muramasa, Fiery Grades wird kommen. Wir ja, cool. Machen wir doch Night's Edge als nächstes. Nur noch Blade of Grass, wie du gesagt hast. Und das heißt Jungle Spores und Stinger farmen. Also in der nächsten Episode ist dann langsam mal der Jungle dran. Ja. Jetzt muss ich aber wohl übel erstmal mein ganzes Inventar researchen, oder? Oder? Ja. Oder soll ich das mal anders machen? Das kannst du ruhig jetzt schon anfangen. Das ist. Okay. Ich weiß nicht, ob das zeitlich dann ein Problem wird oder so. Ja, zum Part-Ende hin ist sowas doch eigentlich ganz gut, weil dann können die Leute sagen: Okay, Ende. Passiert nichts mehr. Lava! Mein Gott, auf so interessantes passiert ist. Wir haben gefischt. Ich finde, das ist sehr interessant. Ja, das Beste ist das hier, Dennis. Hui. Da funktioniert nicht so gut auf dem Land. Ich glaube, er funktioniert auch im Wasser. Da war aber nicht 100% sicher. Ach, ich komme nicht mal darauf. Okay. Aber ist trotzdem gut. So, Lava Flies. Willst du mal ein Graveyard besuchen? Du musst nur in den Himmel gehen, denn dort hat es am meisten Sinn ergibt. Warum hast du dann ein Graveyard gebaut? Ich wollte eigentlich Obsidian Wall benutzen. Und habe mich dann unten doch gegen Obsidian Wall entschieden dann. Konnte man die am Graveyard bauen? Ja, nur dort. Deswegen, sonst wäre ich gar nicht drauf gekommen. Okay. Okay, das. Gut, okay, das habe ich nicht nachgegoogelt. Ich habe einfach gedacht, dass wir es gar nicht bauen können. Leg jetzt den Kram. Aber die Obsidian Möbel können wir nicht auch dort bauen, oder? Oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe auf die Möbel drauf geguckt. Und nachgeguckt und da stand nichts. Ich quickstacke mal. Aha, die zwei Tränke. Ja. Aha, die drei Tränke. Der Ekomist ist so. Aha, hier passiert gar nichts. Gib mir mal eine neue Kiste. Bad. Warte, ich löse das. Ja, entweder machst du leer jetzt oder ich. Oh shit, ich habe mein Holz weggeworfen vorhin. Ich. Hab noch drei Tränke, ein Hotdog, Hellstone Bricks. Ja gut, die brauchst du wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber die zwei anderen Kritter noch. Das Hellbat Banner habe ich gerade verwendet, ja. Bin mir ziemlich sicher. Kann ja mal eben eingehen.
Hell. Ich bin aber so verwirrt, wenn ich das aktiv habe. Jo, Hell Banner. Warum ist Banner keine Kategorie? Oh, ich hätte so viel mehr Kategorien hier eingebaut. Ich verstehe nicht, warum es nur so wenig sind. Lava, Slime. Banner. Hier ist der Gills Potion noch drin, den haben wir schon. Oder ich habe ihn zumindest. Was, der Burger ist auch noch drin. Du hast einen Gills Potion? Burger und Gills Potion nehme ich jetzt mal raus, weil ich die schon habe. Aber ich kann sie dir gerne nochmal beide. Guck, Burger hast du doch sicher schon gespeichert. Ey, egal, ich fülle dir beides auf. Ich mache es jetzt so, wenn ich was finde, was ich schon habe, dann nehme ich es raus, fülle es auf und gebe es dir gleich nochmal. Und dann kannst du es entweder scannen oder wegschmeißen. Und ja, ich hatte den Gills Potion. Frag mich nicht. Ich bin gerade so verwirrt. Was ist das denn? Shadow Chest. Okay, musst du wohl mal. Oh, es ist leerer geworden. Danke. Das reicht ja schon aus. Ist genau perfekt aufgegangen. Ist jetzt wieder randvoll. Viel Spaß. Ja, werde ich haben. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun soll. Ich weiß nicht, inwiefern diese Accessoires sich updaten lassen. Haben wir einen Guide irgendwo? Ja, und, rechts. Rechts finde ich eigentlich jetzt nicht ganz die richtige Angabe, aber danke. Hast du es versucht? Wieso, da ist doch rechts. Warum wohnt der da nicht mehr? Er war tot. Ja, das können wir aber eigentlich ändern, aber okay, wenn du da hochfliegen willst. Ja, dann änder es, aber der wird sich ja nicht gleich umteleportieren, oder? Ah, werden wir gleich sehen. Hä, hey, warte mal, warum bist du... Okay, von mir aus bist du da oben platziert. Autotüren öffnen ist das Beste, was sie eingebaut haben. Na. Ist er umgezogen? Ja. Gut. Ach, weg ist er wieder. Nee, ich glaube nicht, dass er wieder zurückzieht. Das würde mich jetzt sehr wundern. Genau, wollte ich dem jetzt überhaupt geben? Du wolltest craften! Frag mich nicht, was du ihm geben wolltest. Das musst ja du wissen. Ach, Darklands wollte ich gerade researchen. Dann hast du mich unterbrochen. Ach, das hier wäre doch... Honeycomb. Okay, na gut. Was willst du? Das ist ja witzig. Ja, man kann das Sharktooth Necklace mit Honeycomb kombinieren. Ja, okay. War mir nicht bekannt. Obsidian. Ach, weißt du was? Ich glaube, ich mache jetzt was Sinnvolles. Ich craft mir eine neue Rüstung. Obsidian. Neues Schwert. Nice. Löschen wir das hier mal. Die habe ich ja auch im Inventar. 100% dort. Ich glaube, die hatte ich alle nicht. Ey. Lass mich richtig hinsetzen. Obsidi-Fisch. Ah, okay, der andere ist nicht hier drin. Okay. Obsidi-Fisch. Ich glaube, wir haben nicht alle Fische. Hey, lass mich nochmal nach Lava suchen, was da allgemein auf der Lava-Seite bei Fischen steht. Obsidian Swordfish Hard Mode only. Genau. Ach so, okay. Bottomless Lava Bucket. Lava Absorbent Sponge. Du hast ernsthaft dreimal das gleiche bekommen statt des anderen. Was, dreimal? Ja, oder zweimal. Du hast den Sponge zweimal bekommen. Ja, ich habe nicht dreimal bekommen. Demon Conch gibt's dann noch. Das ist das zum Teleportieren. Obsidian. Ist aber seltener. Ach so, das kam aus dem Wasser. Beziehungsweise aus der Lava. Pre-Hardmode-Item könnte also schon kommen. Interessant, wäre es eigentlich nicht schlecht zu haben. Hell. Fire. Arrows. Ah, doch, den habe ich auch. Dann Guide Voodoo Doll, will ich auch weglöschen. Sechs Rüstungen mehr
und die Lebensregeneration verlieren? Hm, weiß ja nicht. Andererseits brauchen wir die hier eh nicht so. Worum geht's hier? Achso, ob du die... Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, auf welche Klasse wir gehen wollen. Ist eigentlich irgendwie ziemlich irrelevant. Ja, der Melee-Damage hier ist mir jetzt relativ wurscht, aber... Was sonst? Ich nehm's jetzt. Der Imp-Stuff. Der ist ja nochmal stärker gewesen. Safe. Ja, okay, dann gehe ich mal runter zu unserem Kollegen, der nicht mehr unten ist. Okay, dann gehe ich nicht runter, sondern ins Eisgebiet. Mann, Mann. Ja, warte trotzdem, ich gehe runter und teleportiere. Ja, teleportiere dich von unten. Oh, schön. Ja, das ist eigentlich super, wenn das in der Mitte ist. Ja, ich wusste erst gar nicht, dass es einen Kavernpylon gibt. Aber das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. So, reforge mir mein Fieri-Gerätswert, bis es godly ist oder was auch immer da das Richtige ist. Habe ich hier was falsch? Achso. Ja, egal, ich habe nicht genug. Murderous Time of Message. Ich muss mal gucken, was das Beste überhaupt ist. Fear. Secret of Sands. Secret Best Modifiers Legendary. Of Sands. Underground Revolt. Okay, ist noch, sogar noch in meinem Sichtfeld. Das ist hier oben. Underground Revolt. Legendary. 57 Millidamage. Evil Presence ist hier. Oh mein Gott, das Autoswing-Item musst du mir unbedingt noch geben. Hast du die Feral Claws nicht? Feral Claws? Ja. Lass mich suchen. Warte, sind es die Grünen aus dem Jungle? Ja, das sind die Grünen aus dem Jungle. Oh, habe ich aber tatsächlich. Die haben das zusätzlich bekommen. Bitte. Quasi, weil damals konnten die das nicht, aber jetzt können die das. Das mag ich sehr. Wo ist denn das Drumset da? Molten Fury ist Unreal. Okay, logisch, immer Unreal. Hau mal raus. Superior, strong, intimidating, lazy, rapid. Und dann haben wir noch den Drumstick da rein. War halt ich godly. Komm schon. Mini. Geld geht aus. Volcano. Okay, ich behalte godly. Was sonst? Der Imp-Stuff. Was kann der? Alles nehme ich. Okay. Feral Claws. Hätte ich die aber gerne mit irgendwas Sinnvollem. Amazing, ja, das nehme ich. Feral Claws und Titan Glove. Tinkers. Wo kriegt man das nochmal her? Hardmode erst, okay. Mimics. Tinkers Workshop. Flamarang. Ey, du hast mir den Enchanted Boomerang noch gar nicht gegeben. Das wäre jetzt mal noch so eine Sache. Tuxedo. Okay. Ah, das ist weit. Was ist ein normales Tuxedo? Fallen Tuxedo? Ja, Fallen Tuxedo. Kann er halt Zeug nur geben, wenn du da bist. Also. Ja. Enchant. Was auch immer du mir jetzt hingeschmissen hast. Der Enchanted Boomerang und was das, was ich vorhin gesagt habe. Achso, warte, das brauche ich nicht mehr. Das Autoswing-Item habe ich hier. Genau, danke. Passt. Ich habe dir gerade all meine Moldenbahnen gegeben, was dumm ist, weil ich sie ja jetzt nochmal brauche. Au. Oh. Ah, perfekt, danke. Warum hast du das getan? Weiß auch nicht. Wolltest du mich als Mülleimer benutzen? So, jetzt habe ich jedenfalls einen Flammerang. Ja, Flammerang, cool. So, rein mit dem Ruler. Mime Mask. Spaß mit deinem Flammerer. Oh ja, das ist eigentlich, oh mein Gott. Cool. Hä? Ja, hab ich's gefunden. Goldene Squirrel! Ach, okay. Hast du schon eins von den, naja, so in Emerald- oder Saphir-Farben gesehen? Muss man den nicht bauen? Das bauen die natürlich. Ich hab keine Ahnung. Ich hab's nur auf der Wiki-Seite gesehen, als ich bei Kritter war vorhin. Und mir gedacht, hui, das wäre ja was. Hui! Gills.
Potion. Ist das gut? Also bei dem Schwert brauche ich die Feral Claws wirklich. Kann ich jetzt sehen. Das überlebe ich sonst nicht. E4. Crystal. Nicht Crystal Ball. Nicht Crystal Shard. Nicht Crystal Bullet. Nicht Crystal Storm. Auch nicht Crystal Dart. Auch nicht Crystal Vial. Auch nicht Crystal Serpent. Auch nicht Crystal Block. Warum gibt es so viele Items, die Crystal im Namen haben? Was zur Hölle? Da, Ephemian Crystal. Ja, warte, das ist ein Stand. Oh, den habe ich, glaube ich, auch, oder? Irgendwo? Habe ich den noch in der Kiste? Ja, habe ich noch in der Kiste. Ich flieg mal den restlichen Himmel ab. Ephemian Crystal Stand. Oh, eine Insel gefunden. Direkt über unserem Jungle House. Wer hätte es gedacht? Und dann den Ephemian Crystal. Natürlich wieder eine Wüste geworden. Red Potion. Achso, das ist auf der Welt eh unnütz. Ja, auf der Welt ist der ziemlich gefährlich. Den würde ich dir nicht empfehlen zu trinken. Ja, ich hab's gelesen. Einzige Welt, wo der gut ist, ist Vorderwürfi. Komisches Prinzip ist. Was? Ja, komisches Prinzip, oder nicht? Naja, wenn du vor der Wurfy spielst, dann bist du Wurfy. Weil in der Trankbeschreibung steht ja, dass er nur für die Wurfy ja, sind ist. Was genau? Also, ist die so schwer, dass man diesen Mega-Buff braucht? Oder soll man da einfach nur noch OPer sein? Ja, vor der Wurfy ist schon schwer. Also es gibt einen interessanten Witz, mehr oder weniger. Aufgrund der Art und Weise, wie die Skalierung funktioniert, ist Master Mode, Einstellung in Journey Mode, in vor der Wurfy schwerer. Als einfach so Master Mode. Das ist irgendwie witzig. Also zumindest mal eskalieren. Aber die Gegner, die kriegen teilweise doppelt so viel Leben. Ist schon ziemlich krass. Was für ein Item wollte ich gerade. Jetzt habe ich mich nicht mehr weiß, was ich gerade machen wollte. Scheiße. Wir haben ja noch eine Schneeinsel. Ach so, der Feuerfisch. Du wolltest mal auf diese Inseln gehen, hast du gesagt, und irgendwie die Fontänen dir angucken, oder war das was anderes? Was laberst du mit Fontänen? Hier ist ein Skymill. Soll ich dir einen Skymill mitnehmen? Ja, den brauche ich definitiv. Schauen, ob die mich umbringen. Autsch. Ah, weißt du was, scheiß drauf, ich setze hier überall Fackeln. Findest du die Inseln später leichter, wenn überall NPCs drin sind? Kannst du ruhig machen. Skelle. Skelle Hat. Also wir haben noch Platz für mindestens eine Insel, würde ich sagen. Dann haben wir immer Häuser frei, wenn die NPCs immer gleich kommen. Ich glaube, ich habe das bisher bei nur einer Insel nicht gemacht. Shadow. Ist ja gut. Nein, nicht die Trap. Shadow Chest. Okay, dann mache ich noch ein Space und schreibe Chest. Oh. Alter. Heißt der Shadow Leerzeichen Key? Ja. Shadow Leerzeichen Key. Was war das gerade? Was? Ich habe eine Harpie gekillt hier unterwegs in der Luft. Eine einzige kam. Ja. Und die hat mir eine Giant Harpie Feder gedroppt. Schon wieder. Ja, wir hatten schon eine. Aber die zwei Federn sind trotzdem nicht schlecht zu haben. Ach ja. Die Giant Harpien, die mögen dich halt einfach. Mir fällt gerade was auf. So wie ich den Himmel abgedeckt habe, kann es sein, dass ich niedrige Inseln verpasst habe. Ich sollte meinen Spawn-Slider wieder auf. Ich meine, du kannst da jetzt auch da rumfliegen. Mit der Gravitation. Alles auf ja, den das habe ich ja jetzt auch nicht gemacht. Ich kann dir meine Map schicken. Ich war quasi fast überall. Aber manchmal, glaube ich, sind die Lücken zu groß. Also kann schon sein, dass da noch eine Insel irgendwo versteckt ist. So, eins. Mal schauen, ob über dem Ozean noch eine ist. Wenn nicht, bin ich fertig. Mach mal, ist dieser Slider echt nervig. Omnius present. Okay. Schreibe ich irgendwas falsch? OM. Ach so. OMIN.
Omnius present. Ja, ich kann jetzt Haie farmen, wenn ich gerade noch hier bin. Ganz kurz die Anzahl an Gegnern verzehnfachen. Los, Jellyfish, kommt und holt mich. Ich meine, die brauchen wir, glaube ich, auch zu einem gewissen. Die können Kites droppen, glaube ich, alle. Soll ich mal eben Wind anschalten? Ja, mach. Wo ist denn Wind? Ich warte darauf, dass hier was das Wasser Open Wind Control, nach Westen. Voller Wind nach Westen. Okay. Ja. Ah, da kommen Schildkröten. Die wollte ich eigentlich nicht töten. Kann ich auch gar nicht. Kann ich die einfangen? Wahrscheinlich. Auch? Bin ich gerade drunter vorbeigeschwommen? Nö, kann ich nicht einfangen. Keine Ahnung, wofür Schildkröten sind. Hast du noch das normale Netz? Habe ich nicht mehr, nein. Bist du dir sicher, dass du mit dem Feuernetz normale Quitters einfangen kannst? Oh mein Gott, das wäre total dumm, wenn man auch noch zwei bräuchte. Darkness? Oh lol, die sind hintereinander. Darkness und Dark Soul Reaper. Darkness. Hier kommen keine Haie, Mann. Dark Soul Reaper. Ich trinke gleich. Oh, das sind zwei. Okay, das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Trinke halt leider trotzdem. Wollte eine Breathing Weed. Ja, das weiß ich nicht, ob ich das rechtzeitig schaffe. Warte mal, schneller geht's, wenn ich Gravitation Potion nehme. Los geht's. Das ist die Richtung. Ja, ich lebe noch. Der Trick. Oh, ein Seagull. Warte mal. Kann ich halt hier auch testen? Da ist ein Seagull. Ja, Seagull habe ich gekriegt. Okay, muss also funktionieren. Liegt also an den Turtles. Okay. Obsidian Door. Hab ich keinen. Ich hab doch. Ich habe einen Jellyfish Kite, danke. Okay. Obsidian Chair und Obsidian Table. Table, Chair, Obsidian Workbench habe ich auch, das ist gut. Workbench, Vase und Bookcase. Vase und Bookcase. Obsidian Watcher war noch? Habe ich das auch? Da habe ich ein Obsidian Bett auf jeden Fall. Also irgendwie habe ich mir mehr Haie erhofft hier, aber. Naja, das stimmt. Naja, passiert. Oder passiert halt nicht. Jellyfish lassen mich jedenfalls nicht in Ruhe. Hellhound Banner, Hellhammer, warte mal. Nee, warte mal, Hellbound ist das. Ne, die anderen habe ich anscheinend nicht hier stehen. Hellhound Banner. Das Höllenhund Banner. Brauchst du noch so Krabben? Oh, kann ich auch nicht einsammeln. Aua, die tun ja weh. Ja, die greifen an, das sind Gegner. Das habe ich jetzt nicht erkannt. So gut kennt er das Spiel. Demon's Eye. Eigentlich wollte ich ja die Quest anschauen, ich Idiot. Ich gehe mal wieder raus hier. Demon's Eye. So, ich weiß nicht, ob du es brauchst, aber ich habe einen Seagull. Also brauchst du noch Seemöwen? Jungle Surface, Tropical Barracuda. Vielleicht. Okay. Hab drei. Gleich habe ich eine vierte. Und da ist eine fünfte. Also, falls du sie gebraucht hast, ich habe jetzt tatsächlich fünf Stück hintereinander gefangen. Also, du könntest den Questfisch im Dschungel holen, während ich hier bleibe, damit du dich easy hin teleportieren kannst und es mir dann geben kannst. Living Gore. Was, falls du Bock hast. Da muss ich mich ja bewegen. Jungle Surface.
Naja, du würdest halt gleich einen neuen Questfisch für die Unendlichkeit bekommen. Ich bin ja immer noch an den Bildern und dem ganzen anderen Zeug, was wir alles eingesammelt haben, dran. Ja, deswegen ist ja auch immer noch derselbe Bart. Ja, okay, weißt du was? Dann machen wir das so. Ich kümmere mich selber drum. Ich friere die Zeit ein. Bis dann. Keine Ahnung, wenn du sagst, ich soll verfrüht aufhören. Erstmal kriegst du das hier von mir. Oder soll ich das in die Kiste tun? Ich warte, ich tue das in die Kiste. And Earth, was? Oh, cool, ein Kite. Hat also funktioniert. Ja. Ich habe ein paar andere Sachen in die Kisten getan. Warte mal. Wo sind die Federn gewesen? Ach, hier. Wir hatten erst zwei, jetzt haben wir vier. Also einfach verdoppelt, krass. Hellforge. Eigentlich schon über mein Zeitlimit, aber es ist nicht. Ich muss ja nirgendwo hin. So, Jungle. Wo ist mein Schwimmbecken? Kite. Soll es dann trotzdem kurz, wenn ich fertig bin, rüberkommen und die Quest beenden, damit du sie auch hast? Ist das pink? Ja, das ist pink. Ja, die Seagulls haben noch gefehlt. Seagull. So, speichern wir mal. Und öffnen wir das nochmal neu. Als wieder so laggt. Du gehst hier hin. So. Ich hab einen. Dann minimiere ich dich. Dann kann ich ja gleich ins Research-Fenster tun. Hallo, warum hängt denn das jetzt? Firefox, was ist los mit dir? Oh, perfekt, hab zwei. So einfach. Firefox! Das war sehr awkward, aber gut. Hallo, ich bin noch da, aber dein Firefox bin ich leider nicht. Ja, du bist ja auch kein. Mein Gott, Mann. Ich wünschte, ich könnte hier vom Dschungel zum Ozean teleportieren, das wäre geil. Was zur Hölle, Alter? Lava. Was soll denn das? Ich habe die Page neu geöffnet, damit es nicht mehr laggt. Warum laggt es denn immer noch? Lava Eruption Banner. Ah, nicht da rein. Also schon irgendwie, aber erst später. Das sind nicht genug Sharkfin. Black Ink ist aber genug. Echt? Was? Hab ich nicht gedacht. Nee, davon braucht man nur drei. Das sind ja Farbstoffe. Ich habe nicht geguckt. Sharkfin ist mir schon klar, aber ich habe ja jetzt abgebrochen. Ich mache dann weiter, sobald ich die Quest erledigt habe. Aber erstmal hole ich mir das. Lost Hopes of Man Banner. Okay. Okay. Lost. Ja, hat da unten mal jemand gelebt in der Hölle oder was soll da loremäßig impliziert werden? Ich meine, das sind Häuser. Ja, mehr oder weniger, ja. War da irgendwann mal nicht die Hölle mit Lava und so? Ja, vielleicht war das schon immer die Hölle, aber trotzdem waren da mal Leute, wer weiß. Ich wünschte, man könnte einen Crimson und Corruption Pylon einfach bauen, wenn man dort wäre oder so. Ja, meiner Meinung nach soll es die auch geben, aber müssen wir warten, bis 1.3 komplett fertig und so ist, in T-Mod-Loader, dann macht das sicher ein Mod. Ich wundere, wenn das keiner machen würde. Lapu Fishing Hook. Ja, Pylon-Mod. Die bauen dann einfach, keine Ahnung, vielleicht bauen die, entweder die bauen direkt einen Pylon an, den man irgendwie kriegen kann, oder die bauen einen NPC auch noch ins Biom, der da wohnen kann. Müssen sie halt die NPC-Mechanics irgendwie ein bisschen umprogrammieren, dass das geht wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar simpler, als ich jetzt spontan denke. Keinen guten Reward bekommen, Dennis. Flower. Auf. Soll ich mich zu dir teleportieren oder was? Wenn du die Quest abgeben willst, ja. Warte, dann muss ich ja den Fisch nochmal dir zweimal geben. Ja. Hi. Hi. Nimm das und das und das. Bist du voll oder was? Was? Oh. Scheinbar.
Nein, ja. Okay. Hä? Liegt da jetzt noch ein dritter? Ja. Oh, das ist irgendwie doof. Ja, ja. Researche 2 und den dritten gibst du ab oder klick ihn einfach mal an. Twapicker. So. Ja. Ich muss den mal eben kurz suchen. Twapicker. Barracuda. So. So, wo ist der Typ da? Ja, das ist. Er hat mir 2 Fishing Potion gegeben. Ja, ist leider noch nichts Spannendes. Ab der 5. geht's, glaube ich, ab. Sky Mail. Die wird hier rausgelöscht. Und die wird hier reingehauen. Also, bin kurz AFK. Okay. Tool Belt. Tool Belt. Da, genau so wie ich es gedacht habe. Das. Hier. Und dann wird das hier einmal geresearched. Ach ja. Ich frage mich, ob es überhaupt irgendjemand dieses Projekt anschauen will. Hi. Hi. Wer schaut was an? Oder nicht? Niemand schaut das Projekt. Warum sollte keiner das Projekt anschauen? Ach, keine Ahnung. Ja, du schaust es an, ich weiß schon. Ja. Ja, nicht unbedingt. Obsidian Clock. Dann nimmst du auf, weil es jemand anschaut. Machst du doch normalerweise auch nicht. Ach, nein. Nicht wirklich. Naja. Und warum sollte das jetzt keiner anschauen? Mädel. Also wahrscheinlich für die meisten Leute eher ihre uninteressant oder ihre. Ja, du könntest das ja auch rauscutten, beschleunigen, währenddessen pausieren. Ich meine, es ist ja deine Wahl, dass das alles im Video ist, aber. Treasure. Wie schreibt man das? Achso. Du machst halt echt Timestamps ab hier. Nix mehr. Nein, das ist viel Arbeit. Treasure. Sag mal, wie blöd bin ich eigentlich? Ich wollte dich nicht fangen, Siege. Geh weg von mir. Kommt irgendwie gar kein Ei raus, was soll denn das? Dreh-A. Achso, da kommt noch ein A. Wo kommt kein Ei raus, wovon redest du? Ja, so Wasser. Ich geh mal baden, vielleicht brauchen sie mich. Treasure, Herzzeichen Magnet. Ehrlich gesagt, ich glaube, für mich ist dann Ende. Meine Frage, benutzt du eigentlich dein Ei? Wie? Oh mein Gott, bin ich dumm. Den habe ich nicht aktiv, nein. Oder funktioniert. Erleidest du Schaden dadurch? Warte kurz, ich muss ihn erstmal. Wo ist er denn hier? Ja, hallo? Du stirbst gerade. Ja, hallo, du stirbst gerade. Ja, warte, irgendwas stimmt hier nicht. Ich hab. Ja. Hä? Ja, keine Ahnung, du warst am Sterben, ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ja, ich hatte dieses blöde Item. Was muss ich denn eingeben für diesen Hai? Ja, so wie er halt heißt! Ich hab doch keine Ahnung. Warte mal, hier. Du hast bei dem Item gedacht, dass das ein Hai ist? Ich hab einfach nur. Was hab ich eingegeben? Du, Fisch, was weiß ich. Das da ist. Ah, ich muss den Hasen ersetzen. Hier, das ist das hier. Siehst du? Das hier. Ich weiß. Aber ist auch egal jetzt. Also ertrinken kann ich dann immer noch, wenn das deine Frage war. Aber ich bin hier wesentlich schneller unterwegs und kann Luft holen. Das ist so nicht mal so schlecht. Mach ich wieder 10-fach? Baby ein Delfin, das ist unglaublich. Also ich brauche nur Haie, keine Jellyfische. Weißt du eher, dass du für ein Hai bist? Da ist ein Hai gewesen. Wie keine Jellyfische? Wieso brauchst du nicht noch Kite? Warte, ich mach dir den Wind wieder an. Ja, Pink haben wir schon. Volle Kanne nach Osten. Ja, Pink, aber es gibt noch Yellow und. Oder komm, gibt's den Yellow da unten nicht? Habe ich noch keinen gesehen, ich habe aber noch einen pinken Kite bekommen. Gibt's noch eine andere Farbe da unten oder sind die alle? Ich sehe nur Yellows. Ich sehe hier nur Pink, ja. Also gibt's, glaube ich, nicht. Ah. Na ja, egal, also ich lasse den Wind trotzdem. Ja, tut er nicht mehr. Oh! Jellyfish Necklace, Warding sogar. Boah, Hai ist halt echt so ein guter Drop gewesen. Ja, ich teleportiere mich mal wieder heim. Ja, bye.
bin nämlich spontan mit allem fertig, was ich so gerade im Inventar habe. Ja, ist doch gut. Wenn ich kann dir ein Necklace geben. Und 6 Sharkfin. Also Black Ink hast du genug gehabt, gell? Ja, Black Ink hatte ich genug. Ist doch schon mal gut. Oh, nice. Okay, also davon haben wir... Warte mal, Quickstack, okay. Davon haben wir nicht genug, davon auch nicht, 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 auch nicht. Rumpenfische haben wir schon researched, kann ich also entfernen. Auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Auch nicht. Seagull kann ich entfernen. Brown Pressure Plate kann ich entfernen, weil die habe ich mir gekauft bei dem Typen. Oder bei der Frau. Ja, sollte eine Frau sein. Oh. Ist mir das nicht aufgefallen, dass das nur 5 sind. Okay, dann kann ich das researchen. Okay, dann packen wir mal Purple Magnus rein. Das gibt es ja auch nirgendwo anders. Schon so aus zu sagen. Ruby Gem Corn löschen. Okay, dann könntest du weggehen von der Kiste, Mr. Wolfie. Fishing Potions, Honey. Hellstone, Apricot, Banana, Ocean Crate, okay, Quickstack, Sharkfin, Black irgendwas, Hell, ich würde sagen, wir werden nicht vergessen und ciao. Tschüss.